Was habe ich hingemacht? Wo habe ich es hingemacht? Nee, ich hab da den inneren Gang. Den Ah. inneren Schweinehund habe ich da hingemacht. So, es werde Licht. Und es wurde nicht. Ich habe kurz nach dem Fliegen immer das Problem, dass ich dann die Linie nicht ziehen kann. Okay. Das ist aber komisch. Das heißt, ich muss alles von Hand ziehen. Brauchen hier definitiv Wände. Und Ja, gerade gucken, wie. ich kann uns gleich mal noch ein paar Wände holen. Ah, ich finde es gut, dass wir musikalische Untermalung haben. Ja. Ja, verdammt. Er ist aufgeflogen. Nein, ich hab vertippt. Nach Stunden. Ihr kriegt noch mal ein paar Blöcke jetzt von mir. Ja, der Stoffdealer hier. Das ist 55, so. Alter, Alter, das ist schwer. Und hier geht's normal weiter mit Steinen. Bevor wir jetzt wirklich bauen wie so ein Blöder, würde ich trotzdem sagen, wie weit? Ja, das stimmt. Weißt du, was ich meine? Dass man Also sie erstmal ist gucken, jetzt schon, okay. die ist jetzt schon ziemlich groß, finde ich, also den Gang, den wir jetzt hier gemacht haben. Okay. So, also was Du? ja hier dann? Guck mal kurz her. Warte, ich muss so kurz die Blöcke hier rausschmeißen hier, damit die weiterbauen können. Ups, das war der falsche Block. Denkt ihr, Also. ihr könnt die Blöcke nicht aufheben, während ihr fliegt, ne? Doch, das geht bei mir. Ach so, ja, okay, dann. Wenn das geht, dann ist doch gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Das sind, also, ne, Moment mal. Dann würde ich nämlich vorschlagen, das ist jetzt hier 10. So, Dass das der. ich hab die Blöcke hier hingeworfen. So, jetzt muss ich mir kurz mal so hiedern. Wo spielt die dann denn? 1, 2, Ein Klavier. Ach da. Es gibt mehrere Klaviere hier. 3, So, mal gucken, ob es er 4, kennt schon. 5, na. Das sind 4. Und? Also hier ist noch einer. Das ist Keine dann Ahnung. 11, Ich? 12, 13, 14, Was ist 15, das? 16, Dün, dün, 17, dün, 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 dün. Sind sie 18, Flintstones? Nee. 9, haben wir ja noch einen. 19, 20, 21. Keine Ahnung. Dachte mir aber auch nichts. Echt nicht? Was ist denn Nee. das? Die ersten Melodien von Voyager-Themen. Ah, nee. Ah. Dün, dün. Warum kann er das jetzt doch nicht aufnehmen? Ja. Okay. Pure Enttäuschung, du Drecksau da. Meine Güte. So. Können wir eigentlich hier Was? unten eigentlich schon. Nee, der Ihr geht müsst mich die immer nach Blöcke mal oben. aufheben, ne? Ja, geht nicht. Weil wenn ich versuche da zu landen, also beim Fliegen geht's nicht mehr. Ja. Und wenn ich versuche zu landen, dann steige ich immer aufs Dach. Dann musst du hier nochmal einen Block abreißen. So. Nein, die ganze Arbeit umsonst. Und dann kann ich landen hier. Ich kann sie auch nicht aufnehmen. So Hat und er ja gerade. fliegen. Also es sind jetzt bei 21, wenn wir das komplett ziehen. Ich mache mal die Blöcke, packe ich mir mal ins Inventar nochmal rein. Okay, 21 ist er noch. So, Nehmen, könnt ja. ihr die hier aufnehmen? Dann müsst ihr auf dem Boden Wenn landen. Sonst gebe ich euch die auf den Boden. ich. Genau. Entweder das oder wir Ich kann sie beim legen Fliegen sie aber auch aufs nicht Dach. aufheben. Ach, aufs Dach, stimmt. Weil. Aufs Dach kann ich die auch legen, ja. Dann leg sie mal aufs Dach auf hier. So. Ups. Sagen, das ist die maximale Länge für das untere Deck. Das, was wir jetzt haben? Ja. Würde ich vorschlagen, oder? Ja, finde ich gut. Oh, ups. Da fällt ein Block runter. No! Nein! Er wird sterben. Nein, er hat's überlebt. Zum Glück. Gerade noch so, in letzter Sekunde. Rettung in letzter Na, was Not. ist da? So. Könnt ihr jetzt die Mach dann Blöcke. auf der anderen Seite. Passt das, ja. Was denn? Ich mache auf der anderen Seite dann die normalen Steine hin. Okay. Sieht schon gut Der anderen aus. Seite, ja. So, dann brauchen wir da noch Steine. Na?
Also bei dir hat er gerade, oh so, danke. Bei dir hat er gerade das Update gemacht. Oh super, danke. Ja. Und deswegen irgendwie, oder was? Ja, scheinbar. Okay. Dann sollte ich jetzt gleich mal aufhören. Frage, was machen wir jetzt unten? Ja. Wenn er noch aufnimmt, würde ich sagen, machen wir einfach ein Projekt noch eine halbe Stunde. Wenn jemand die Uhr im Kopf hat, passt das zeitlich. Ich kann ja mal schauen. Wir haben Ich denke, wir jetzt sind schon. 22 Minuten. Ja, dann machen wir Dann noch. machen wir gerade noch die Wände hier rein und dann machen wir einen kurzen Break. I Ja. need a break. I Dann kann need a sich Steam hero. updaten. I'm holding out for a hero on the glory night. He's coming for you. Oh. Ah, scheiße. Was denn? Das Ah, wollte doch ich. eins zu. Ja, okay. Wolltest du da Blöcke setzen, wo ich Blöcke gesetzt habe? Also ich wollte da Blöcke setzen, wo du Blöcke gesetzt hast. Aber alles gut, kein Problem. Wir sollten uns vielleicht absprechen. Ja. Ich würde aber sagen, wir lassen erstmal die Fenster raus, Ja, die können wir bis später alles einbauen. steht. Ja. Und genau. Fenster, wir brauchen schon Mach Fenster. dann hier. Das sind Genau, Sternzerstörer. Sklavenarbeiter. Ja, der Sternzerstörer war ja offen. Stimmt. Nach, Deswegen bevor gibt es er ihn auch ex. nicht mehr. Genau. Das können wir Ja, aber ich habe gerade mal nur noch von eins. vorne an. Also ich habe jetzt nochmal den Blick von vorne. Das heißt, wir bauen die Warp-Gondeln ungefähr. Warte mal, schließen die Warp-Gondeln? Schließen die mit dem Ende Ungefähr ab des. der Mitte raus, ne? Das heißt, wir sind ungefähr hier da mit der Ja, Warp-Gondel. die Warp-Gondeln gehen ein kleines Stück über das untere Deck hinaus. Okay. Also ungefähr, ja, ab Ist dann. mein. Also ich würde sagen, ab. Mal kurz mal Du hast ein gucken. Bild, ne? Ich habe ein Bild hier, ja. Ich würde sagen, ab hier. Okay. Also hier würde ich die Warp-Gondeln hin platzieren. Was ist mit der Maus noch schnell los hier? Mal kurz gucken. Oh, Schnittchen. Was Schnittchen? Brauchst du neue Steine? Nee, noch So. habe ich Steine. Schnittchen wolltest. Ich habe hier die als Schnittchen. Wassermelone. Ach so. Ah. Ich glaube, hier geht dann die andere So. Warp-Gondel raus. Und für die Warp-Gondel können wir auch wieder andere Fliesenfarben nehmen und so, damit wir wenigstens ein bisschen farblichen Kontrast drin haben. Ich habe ja gesehen, es gibt ja unten so eine Art blaue Fliesen, gibt es ja auch noch. So, Florent, das jetzt nicht erkennst, das Thema, das weiß ich auch nicht. Ich komme, ich komme, ich komme. Moment. Weißt du, wie viel Shift ich da drücken muss bei dem Scheiß-Ding, weil ich fast alles nur mit schwarzen Tasten spielen muss? Oh Gott, oh Gott. Ja, ich bin gespannt. Ja, das. Sagt ja auch nichts. Das wollte ich nach dem. Doch. Warte. Die machst du oder wie oder was? Ah, das ist Ja, ich echt. komme Du mit weißt, hier was ich rüber, mittlerweile. nicht so langsam. Du hast echt Talent hier dann. Ha, ich kann Buchstaben und Tasten drücken. Er kann lesen und schreiben. Bringt ihn um, bringt ihn um. Schreiben kann ich kann nicht lesen. Ich kann nur Tasten drücken, die genauso aussehen wie die Buchstaben, die da abgebildet sind. So. Ich habe die ganze Trotzdem Zeit eigentlich die ganze, so ein Video laufen, wo irgendeiner Piano spielt und versucht die Tasten abzulesen, versucht so irgendwie jetzt rüber zu setzen. Und es klappt einigermaßen. Oh, nicht schlecht. Nur das Piano hat leider viel mehr Tasten als das Ding hier. Das spielt so viele tiefe Töne, die ich gar nicht treffen kann. Wie viele Tasten hat so ein Piano? 64? Genug. 64. Bit. Ich weiß nicht, ob es 64 sind, das war jetzt so geraten. Ich überlege jetzt aber. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wie viele Tasten Ich ein könnte es Piano hat. jetzt zählen, wenn ich Langeweile habe, aber ich habe keine Langeweile. Lieber üben. Und dann gibt's hier irgendwann ein Konzert, das wäre mal richtig stylisch. Ja. Eins, zwei. Das heißt, wenn wir hier irgendwie die Enterprise fertig haben, Dann gibt es die ein jetzt noch großes. aussieht wie so ein abstürzendes Albatros-Ding irgendwie, dann machen wir hier unten, bauen wir dann schön eine Bühne auf hier unten im S-Bereich und dann spielt er hier dann Klavieren. Ja, finde ich Und gut. dann laden wir Leute ein und verlangen Eintritt. Finde ich noch besser. Oder falls jemand bei so einem Gewinnspiel mitmacht und gewinnt, dann ist er Ehrengast bei Hidans Konzert. Richtig, und darf ihn danach mit Tomaten bewerfen, falls es schlecht war.
Oder Blumen. Oder mit Blumen, ja. Oder mit Oder dann mit ins besoffenen Backst Blumen. Oder mit Healern in Backstage wechseln. Okay. Du meinst in die Mine. In die Mine, ja. Das wäre auch noch eine gute Option, ja. Ich fand's eigentlich so, wie du es vorher hattest. Besser, ne? Nicht schlecht, aber ich würde es ein bisschen dicker machen. Ja, klar, noch eine zweite. Ja, auch von der, darf ich kurz? Ja, klar. So. Hä? Weißt du, was ich meine? Ey, das ist noch, Ach so, ja. Ja. Weißt du, was ich meine? Dass man's. Oh, Entschuldigung. Genau so. Nee, ja. Ist doch richtig, ist doch richtig. Hä? Genau so, ja. Nee, hier da auch noch. Und dann da drüber, genau. Dass man's einfach besser sieht, weil. Jo, krass. So meinst du, ne? Hm? Jetzt nur die Frage, wie ich das unten mache hier. Also, wie ich das hier mache. Weil da müssen ja auch noch irgendwelche Rundungen rein. Rund oder? Ja, man kann natürlich auch hier die Ecken nehmen, so. Weil ich sag mal so, das sieht eigentlich nicht schlecht aus. Obwohl, das passt nicht. Da würde ich eher die Rundung nehmen. Ja, ich muss mal gucken, wie ich die Rundung am besten reinsetze da. Warte mal. Warte. So. Hast du was so gebaut? Das hier unten. Warte. Warte. So. Das sieht auch komisch aus. Ja, das deswegen, ja. Nee, das muss eigentlich muss es so rumgehen. Also eigentlich muss es andersrum gebogen werden. Ah, ich verstehe. Ja, genau. Wie so ein Bubble. So ein, Ja, so rausstehend. Ja. Aber das kriegst du ja mit denen, glaube ich, gar nicht hin. Haben wir da sonst nichts? Irgendwie. Nee, damit geht das nicht. Wie sieht's denn aus? Das ist das so? Nee, das ist auch nicht so. Ich Warte teste mal. Mal hier gerade. Ich teste auch mal was. Ja, das geht aber irgendwie. Ja, perfekt. Hä? Nee, das ist irgendwie... aber. Doch, du hast es genau an. Du hast genau das gemacht, was ich gemacht habe, nur ich hab's andersrum gemacht und deswegen sieht's so aus. Aber okay. Das sieht doch doof aus. Ja, es sieht immer noch besser aus als dieses andere Ding. Ja, doch, aber sieht trotzdem aus, ja. Ich weiß, was du meinst. Dann haben wir irgendwas Rundes. Irgendwie sowas hier vielleicht. Sowas. Was? Wo? Ey, die Farbgebung hier unten. Ich bin unten. Achso, warte mal. Da kannst du doch auch die, Ja. So. Sowas in der Art. Kann ich das benutzen? Ja, das geht. Fragen über Fragen, ich bin gerade dran. Oder wenn wir Stufen nehmen und die andersrum setzen, geht das? Können auch Stufen andersrum setzen, ja. Aber das sind ja, die sind ja auch nicht rund dann. Ne, das Einzige, was mir jetzt wirklich einfällt, wäre ein halber Zylinder oder ein Zylinder. Und ja. Den Zylinder irgendwie innen drin reinmachen. Den Zylinder irgendwie innen drin. So, oder wir können eine Rampe-Ecke. Ja. Ah, warte mal. Hab und ich den hier Zylinder noch, dann rein. Habe ich hier noch Rampenecken? Warte mal, ist das hier nicht Ui. Mehr Rampenecken? Warte mal. Warte mal, ich versuch's mal. Rampe, Rampenecke habe ich auch noch. 64. Okay. Wo ist denn unser Ding jetzt hingeflogen? Andere Seite. Ach ja. Hat mit Warp-Antrieb ist es. Das ist schon platt, nee. Nee, das sieht ja. Nee, das sieht irgendwie. Da müssten wir. Das hatten wir gerade. Nee, das hatten wir nicht gerade. Hä? Hatten wir das nicht gerade? Nee. Warte mal. Hatten wir das gerade? Ja, so sieht's aber. So sieht's genehm aus. Ja, das sieht besser aus, ne? Weit besser aus, ne? Dann lass uns das so machen mit den Rampenbecken innen. Die Rampe mit der Ecke. Der Ecke mit was drin? Hallo. So, dann knüppel ich gerade nochmal das hier weg. Ne, warte mal. Ach doch, das geht so. Nee, alles gut, das können wir anschließen jetzt hier. So, Rampenecke, ne? Ne, Rampe meinst du, ist das, ne? Das ist eine Rampenecke, die ich jetzt gebaut habe. Ja. Ja, sieht doch gut aus. Ja. Ja. Ja, künstlerische Freiheit hier. Ich
frage mich nach, was es jetzt mehr. Aktuell sieht es irgendwie nach nichts aus, aber. Es sieht aus wie ein abstürzender Albatros oder wie so eine Ente. Anton. Bist sauer oder so. Anton, Anton. Ja. Genau so in der Art. So, die Warp-Gondel geht, macht den Bogen, geht dann nach oben und geht dann nochmal schräg, also geht dann nochmal, macht dann nochmal so eine runde Ellipsenform quasi. Du wolltest die von Kirk nachbauen, die ist einfacher, ne? Ja. Die ist nicht so rund und so. Nee, aber ich finde die, das ist ja die NCC 1701D, die Enterprise, die finde ich schon schöner. Ich finde auch einmal mal noch eines der schönsten Schiffe der Sternflotte. Ich muss ja sagen, ich war extrem, und leider gab es die nur ein einziges Mal, die mit den drei Warp-Gondeln. Der LaForge war es, ne? Jordi LaForge, ja. Die der geflogen hat, wo die sich in der Zeit getroffen haben. Ja. Also wo Picard im Captain war und Nummer 1 auch Captain. Ja. Und der hat halt quasi das Nachfolgermodell der Enterprise geflogen. Mhm. Mit drei Warp-Gondeln. Das fand ich das geilste Schiff. Ja, die eine Warp-Gondel war nach oben drauf gesetzt, ne? Also zwei links, genau. Und die eine oben. Ja, ja. Fett geil. Super. Wir müssen überlegen, wie hoch die Warp-Gondeln bauen, weil die gehen ja auch über, so gesehen, fast über mehrere Decks rüber. Also ich würde sagen, wir übertreiben es nicht. Entweder ein oder zwei Decks. Ja. Also quasi. Und wir müssen natürlich auch überlegen, weil jetzt ist es. Toll, jetzt haben wir hier ein Deck, aber wir haben ja gar keine Treppen oder so. Nee, stimmt. Weißt du, was ich meine? Ja, wir machen die erstmal von außen schön. Um den Innenausbau können wir uns immer noch kümmern dann. Okay. Ja, sollen wir dann kurz einen Break machen? Machen wir kurz einen Break. Dann kann ich meinen Steam aktualisieren. Ja. Okay. Ich bleib bis hier drin in dem Ding Folge stehen. Bis zur nächsten Folge. Ja. Schmeili, du stehst...